Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu 54 Wissen mit einer neuen Ausgabe zum Thema Mietrecht. Das hat ja schon eine gewisse Tradition und bei mir im Studio gemäß der Tradition Dr. Ralf Glandin, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Also für beide Varianten der Experte für uns. Sehr herzlich willkommen im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich nach, wir haben eben darüber gesprochen, 7 Jahren nochmal hier sein zu dürfen. Wir sind gut gealtert in der Zwischenzeit, also sehr unsichtbar. Man kann das jetzt direkt nahtlos aneinander anfügen. Und wir wollen noch mal die ein oder andere Sendung zum Thema machen. Thema heute soll sein die Übergabe einer Mietsache und da ganz speziell auch die Frage, wie protokolliert man das denn eigentlich? Also das Thema Übergabeprotokoll haben wir alle schon mal gehört. Ich glaube, die meisten von uns haben schon die ein oder andere Wechsel in einer Mietwohnung erlebt und das lief ganz häufig total unterschiedlich ab. Mal ganz generell, was versteht man auch aus juristischer Sicht von einem Übergabeprotokoll überhaupt? Also wir haben ein Übergabeprotokoll, das ist ein Stück Papier, auf dem Sie den Zustand der Wohnung beschreiben. Allgemein denkt man hier immer nur an die Rückgabe der Wohnung. Das ist das gängige Übergabeprotokoll. Aber eigentlich muss man unterscheiden. Wir haben zwei Situationen, in denen wir eins brauchen. Bei Einzug und bei Auszug. Das bei Einzug wird häufig vernachlässigt. Meiner Meinung nach müsste das aber ähnlich große Bedeutung haben. Denn man streitet sich häufig nach 5, 7, 9, 12 Jahren über die Frage, war die Wohnung bei Einzug renoviert, waren Schäden bei Einzug vorhanden. All das kann man dokumentieren mit einem Übergabeprotokoll bei Einzug, fehlt aber häufig. Da sollte aufgenommen werden, wie der Renovierungszustand der Wohnung ist. Manchmal kann man auch noch bestimmte Vereinbarungen in diesem Übergabeprotokoll treffen. Jedenfalls dient das dazu, insbesondere auch für den Vermieter, nach vielen Jahren dem Einwand zu begegnen. Bei Einzug war die Fliese schon kaputt. Da war schon die Macke in der Tür und deswegen sollte das nicht vernachlässigt werden. So ein bisschen wie wenn man ein Auto mietet beim Verleiher und er gibt einem den Schlüssel in die Hand und wenn wir zurückkommen, dann wird ganz genau geguckt und bei der Übergabe hat aber irgendwie, heißt das Auto ist mängelfrei und es ist dunkel, es hat geregnet und man steht da und denkt sich, Mist, hätte ich vorher mal geschaut. Ja, da will man schnell das Auto haben, man will schnell weg, hat wenig Zeit, unterschreibt aber, dass das Auto mängelfrei war. Und bei der Rückgabe nimmt der Vermieter sich Zeit, guckt sich das genau an. Und die Zeit sollte man sich dann auch bei der Anmietung nehmen. Was passiert denn, wenn eine der beiden Seiten, das wird dann wahrscheinlich eher der Fall sein, bei der Rückgabe einer Mietsache, das Protokoll nicht unterschreibt? Übergabeprotokoll bei der Rückgabe, ganz wichtig, da legen alle einen relativ großen Wert drauf. Manche glauben auch, man müsse das machen, man muss das nicht machen. Dort wird dann genau aufgenommen, was an Mängeln vorhanden ist, ob die Wohnung renoviert ist, Zählerstände, das ist aber meist Nebensache. Und dieses Übergabeprotokoll hat schon einen relativ hohen Beweiswert. Es sollte daher von beiden Seiten unterschrieben werden. Aber, Sie sagen zu Recht, es wird nicht unterschrieben, meistens vom Mieter, wenn da zu viel drinsteht. Oder vom Vermieter, wenn der Mieter nicht bereit ist, bestimmte Mängel gegenzuzeichnen. Also da kann relativ schnell ein Konflikt entstehen. Dann hat man eben kein Protokoll. Das heißt aber nicht, dass man keine Rückgabe hätte. Die kann man auch anders beweisen. Jetzt ist es ja auch manchmal so, dass Dinge vielleicht nicht strittig sind, dass etwas beispielsweise defekt ist, aber man sich dann die Frage stellt, naja, ist das jetzt zum Beispiel ein üblicher Verschleiß in dergleichen. Das heißt, wenn ich aber jetzt einen solchen Mangel, sage ich mal, dokumentiere, habe ich damit ja noch keine Aussage darüber getroffen, ob der jetzt dem normalen Verschleiß unterliegt oder ob das jetzt eine Anerkennung eines tatsächlichen, auch dann für die Kaution vielleicht im letzten Endes relevanten Schadens ist. Ne? Genau. Also da empfehle ich eigentlich auch, solche Anmerkungen wegzulassen. Die sind meistens strittig. Der Vermieter sagt, dann ist Mietersache. Der Mieter sagt, ich habe damit nichts zu tun. Führt dann dazu, dass das Protokoll nicht unterschrieben wird. Dann haben sie halt nichts davon. Man kann die aufnehmen. Der Mieter kann noch einen Zusatz reinschreiben. Ich habe es aber nicht verschuldet. Man hat aber diesen Zustand bei Rückgabe dokumentiert. Die Frage, wer dafür verantwortlich ist, ergibt sich häufig aus dem Gesetz. Der Mieter hat eine Obhutspflicht für die Mietsache. Er muss die Mietsache zurückgeben, so steht es im Gesetz. Die Mietsache ist genau die, die ihm übergeben wurde bei Einzug. Er darf die abwohnen im normalen Rahmen, aber er darf sie eben nicht übermäßig gebrauchen, zerstören, beschädigen. Und die Verantwortlichkeit, die klärt man später.
Stellt sich ja oft auch die Frage, muss es denn so eine förmliche Übergabe überhaupt geben? Nein, es muss sie nicht geben. Es gibt sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite den Irrglauben, das müsse ja eine Übergabe stattfinden. Ohne diese Übergabe sei die Wohnung nicht zurückgegeben. Das stimmt nicht. Und in kritischen Situationen, also in streitbelasteten Mietverhältnissen, rate ich auch davon ab. Ich bin ja Vermietervertreter. Ich sage den Leuten, dann lassen Sie es sein. Gehen Sie hin, lassen sich den Schlüssel geben, nehmen Sie neutralen Zeugen mit. Und wenn der Mieter raus ist, Ihnen den Schlüssel gibt, gehen Sie rein mit einem Zeugen, mit einem guten Fotoapparat und dann machen Sie Bilder. Das ist genauso eine gute Dokumentation. Denn wenn die sich seit Jahren streiten, dann ist es unrealistisch zu glauben, die treffen sich vor Ort, sind sich bei allem einig und unterschreiben nachher noch ein vollständiges Protokoll. Es birgt ja auch die Gefahr für den Vermieter, Dinge, die im Protokoll nicht stehen, die sind im Zweifel nicht vorhanden. Wenn man dann so mit so einem Kopf da reingeht und sich die ganze Zeit noch streitet über diverse Dinge, dann kann man gar nicht genau schauen. Ne? Genau. Sie sehen die Hälfte nicht, dann ist die Übergabe im November abends um 6. Der Mieter hat alle Lampen abgebaut, weil die gehörten ihm. Muss er abbauen, im Zweifel. Aber hängt da keine Fassung mit einer Glühbirne rein oder LED-Birne heute. Und Sie sehen nichts. Sie übersehen 5 Mängel, die man aber hätte sehen können bei gutem Licht. Am nächsten Tag gehen Sie rein und sagen, da ist aber noch eine Tür kaputt. Und das Waschbecken hat einen Riss mit so einem Sprung, wo ich dann sehe, da ist was draufgefallen. Dann kann ich es häufig nicht mehr einführen in diesen Streit. Deswegen die dringende Empfehlung. Anders als viele Anwaltskollegen, die sagen, es muss auf jeden Fall ein Protokoll geben, sonst hast du nichts dokumentiert. Erfahrungsgemäß, wenn viel Streit ist und viele Mängel sind, wird der Mieter es nicht unterschreiben. Wenn Mängel nicht dokumentiert werden, hat der Vermieter das Risiko, dass er dann nachher ins Leere läuft, dass er keinen Anspruch mehr hat. Deswegen ist so ein Übergabeprotokoll gut und schön, aber es ist nicht zwingend. Und wenn die Gefahr besteht, dass das eskaliert, dann lässt man es sein. Und wir leben ja heute auch in der digitalen Zeit. Also wer schreibt, der bleibt natürlich irgendwo noch richtig, aber gegen gute Fotos oder Videos, die man beiderseits dann auch individuell macht, das sind ja Beweismittel, mit denen kann man ja sehr gut arbeiten heutzutage. Auf jeden Fall. Gute Fotos sind eine super Sache. Manchmal kriege ich dann eine Akte, da sind dann 27 Macken. Also ich habe immer ein Foto, da ist die Macke so groß wie eine Hand und das ist das Foto. Dann frage ich, an welcher Wand war das? Dann wird dann überlegt, ja, das könnte da oder da gewesen sein. Deswegen meine Empfehlung, ich mache eine Totalaufnahme der Wand und dann 1, 2, 3 Detailfotos. Damit kann ich wunderbar arbeiten nachher. Was macht man jetzt mieterseitig, wenn der Vermieter sagt, oh, ich möchte keine Übergabe machen? Dann kann man ja auch sagen, okay, ich habe jetzt aber die Sorge, dass ich nachher für Schäden in Regress genommen werde, die ich vielleicht gar nicht verursacht habe. Das muss ja gar kein böser Wille sein. Es kann ja sein, dass vielleicht schon irgendein Handwerker zum Streichen reingeht und der macht jetzt eine Macke ins Waschbecken oder in die Badewanne, weil er da seinen Pinsel auswäscht. Ja, also 2 Dinge. Zum einen hat der Mieter eine Hauptpflicht. Er muss die Mietsache zurückgeben. Der Vermieter muss ihm nicht die Tür aufmachen. Der muss auch nicht sagen, hier, gib mir den Schlüssel. Deswegen, damit der Mieter auf Nummer sicher geht, lässt er dem Vermieter den Schlüssel zukommen, sei es im persönlichen Gespräch durch Übergabe oder indem er dem Vermieter den Schlüssel in seinen Briefkasten einwirft. Wir haben auch manchmal welche, die werfen den dann in den Wohnungsbriefkasten ein. Am besten noch mit dem Briefkastenschlüssel, das ist natürlich ganz klug, dann müssen sie erstmal den aufbrechen. Gibt's wirklich. Dass man den zukommen lässt über ein Einschreiben oder wenn schon Anwälte drin sind, beim Anwalt abgibt. Wichtig ist die Rückgabe, die muss er machen. Wenn er Angst hat oder einfach sicher dokumentieren will, wie der Zustand ist, macht er das Gleiche, was ich dem Vermieter rate, 5 Minuten später nach der Schlüsselübergabe zu machen. Er geht 5 Minuten vorher mit einem Zeugen rein, der gute Bilder machen kann, der idealerweise nicht so ganz nahe steht. Ne? Lebenspartner kann auch ein Zeuge sein, juristisch, wenn er nicht im Vertrag drin steht. Aber je weiter entfernt diese Person ist, desto besser. 1, 2 Zeugen, gute Dokumentation und dann kann er das belegen nachher. Sie haben schon gesagt, gemeinsame Begehung ist dann, wenn es so richtig kracht, in der Regel einfach nicht mehr sinnvoll. Ja, also ich halte wenig davon, weil es meist neuen Streit birgt. Dann ist Streitgespräche, Bedrohungssituationen, da gibt es alles bei der Rückgabe. Und häufig sind auch Vermieter ganz erleichtert, wenn ich denen sage, sie müssen da nicht hingehen. Lassen Sie sich den Schlüssel geben, lassen Sie den Schlüssel einwerfen. Nehmen Sie mit dem Zeugen den Schlüssel aus dem Briefkasten, sagen Sie, da ist der Zeuge geht mit. Dann kann auch dieses Argument, naja, du hast dann in der Zwischenzeit, bis du mit dem Zeugen da warst, also es gibt ja dieses Argument, du hast dann Schäden verursacht. In der Praxis habe ich das noch nicht erlebt, aber um dem zu begegnen,
dann nimmt man Zeugen dazu, sagt da, im Briefkasten ist der Schlüssel, dann nimmt man den gemeinsam raus, geht gemeinsam hin und dann hat man eigentlich lückenlos dokumentiert, dass man da selber nichts kaputt gemacht hat. Genau, jetzt gibt es ja nicht immer eine Gleichzeitigkeit zwischen Schlüsselübergabe und Ende des Mietvertrags beispielsweise. Wie ist das, wenn vorzeitig Schlüssel übergeben werden? Ja, also wir haben eine Kündigungsfrist ist einzuhalten, im Normalfall bei der fristgerechten Kündigung. Gelegentlich sagt der Mieter schon 4 Wochen vorher, ich bin fertig, will nichts mehr damit zu tun haben, übergibt die Wohnung, wirft den Schlüssel beim Vermieter ein. Die bloße Entgegennahme des Schlüssels durch den Vermieter bedeutet keinerlei vorzeitige Aufhebung des Mietverhältnisses. Das ist keine Willenserklärung, sondern das ist eine tatsächliche Handlung. Wenn man sich treffen würde vor Ort, die Wohnung abnehmen, sagen, ist alles in Ordnung, dann sollte man zur Klarstellung aber als Vermieter aufnehmen, ich nehme damit die Wohnung aber nicht früher zurück. Mhm. Wenn der Vermieter natürlich am nächsten Tag mit Handwerkern reingeht, die Wohnung besichtigt vielleicht noch nicht unbedingt, aber renoviert, Arbeiten dort vornimmt, dann kann er für diese Zeit keine Nutzungsentschädigung mehr verlangen, weil er sie ja selbst nutzt. Also da muss man sich drüber im Klaren sein. Man muss aber auch immer, wie Sie eben schon gesagt haben, so ein bisschen diese Kosten-Nutzen abwägen. Ich kann natürlich sagen, ich setze mich hin und warte die 2 Monate, dann verlange ich die Miete. Wenn ich aber einen Mieter auf der Gegenseite habe, der vielleicht auch finanzielle Schwierigkeiten hat, dann nützt mir diese formal richtige Position, da kriege ich nachher ein wunderbares Urteil, dafür gebe ich erstmal Geld aus, nicht allzu viel, wenn ich da nichts pfänden kann, weil diese Person nicht in der Lage ist, Beträge zu leisten. Es gibt Pfändungsfreigrenzen, wenn man Kinder hat. Deswegen bietet sich häufig an, wenn man vorher die Wohnung übergeben bekommt, sie auch schon vorher zu nutzen. Oder man einigt sich und sagt, ich versuche schon jemanden zu finden. Häufig findet man nach 3, 4 Wochen jemanden. Der Mieter spart einen Monat und der Vermieter bekommt den anderen Monat noch bezahlt. Also da empfehle ich immer vernünftige Lösungen. Denn diese starre Position, man kann natürlich die Kündigungsfrist abwarten, aber diese starre Position kostet in allererster Linie Geld. Und das hebt ja auch eher das Risiko, dass man auch einen unvermieteten Zeitraum hat. Genau. Letzten Endes, wenn man da so starr ist. Ich stelle mir da noch die Frage, wenn jetzt der Schlüssel übergeben wird, das ergibt sich daraus dann ein Zutrittsrecht dann auch für den Vermieter? Ja, also da fragen mich dann immer wieder Leute, ja, jetzt hat er mir den Schlüssel geschickt. Den Schlüssel schicke ich ja nicht grundlos an den Vermieter. Mhm. Damit kann ich zumindest aus Mietersicht nachher nicht mehr sagen, das war ein Hausfriedensbruch. Mhm. Denn ich jetzt mal ein bisschen geschwollen ausgedrückt, ich begebe mich ja dieser Nutzung. Ne? Der kriegt den Schlüssel. Schlüssel hat nur einen Zweck, nämlich eine Tür zu öffnen, dass ich da rein darf. Und dann würde ich diese Thematik Hausfriedensbruch nicht sehen. Mhm. Also sonst gibt es keinen Grund, wenn ich den Schlüssel übersende. Mhm. Ja, jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, was gehört denn ganz konkret in ein solches Übergabeprotokoll hinein? Ein Übergabeprotokoll muss die Mietsache möglichst genau beschreiben. Deswegen empfehle ich die Verwendung von Formularen. Da gibt es alle möglichen Vordrucke, Haus und Grund oder auch andere Organisationen bieten die an. Da werden also zum einen natürlich die Mietsache beschrieben, Datum, Uhrzeit idealerweise, die einzelnen Räume. In den einzelnen Räumen sollte man möglichst mit verständlichen Worten beschreiben, was man an Schäden feststellt. Links neben dem Küchenfenster Kratzspuren zum Beispiel, ne? Wenn die Katze das als Kratzbaum benutzt hat, dann kann man das lokalisieren, dann gibt es ja meistens auch noch passende Fotos dazu. Da sollten keine Abkürzungen stehen, die keiner versteht, da sollte nicht eine Handschrift verwendet sein, als habe der Arzt das ausgefüllt. Es sollte lesbar sein, es sollte verständlich sein, ohne Wertung, wer was zu vertreten hat, damit man möglichst genau nachher beschreiben kann, wie die Mietsache aussah. Wenn ich in 2 Zimmern Schäden habe, dann sollte man nicht beim nächsten Zimmer nur so Strichelchen machen oder Dito hinschreiben, sondern es auch beschreiben. Häufig wird etwas auf bestimmte Weise gemeint, nachher aber nicht mehr so verstanden. Dann kommen die Zählerstände rein, die man gemeinsam aufnimmt, und Unterschriften. Mhm. Das stellt sich auch nochmal die Frage, kann man da auch vertragliche oder verbindliche Regelungen nochmal treffen, die so nicht im Mietvertrag stehen? Das würde ja, wenn in erster Linie das Übergabeprotokoll bei Einzug betreffen, da kann ich dem Grunde nach alles andere vereinbaren, was ich im Vertrag nicht drin habe. Manchmal versucht man auf dem Weg eine möglicherweise unwirksame Klausel in den Vertrag einzuführen. Da sagt die Rechtsprechung aber auch für das Übergabeprotokoll bei Einzug gelten die gleichen Grundsätze. Ich muss also
auch da das AGB-Gesetz anwenden. Mhm. Ich muss gucken, sind das Vertragsbedingungen, die den Mieter belasten. Also da bringt es nicht allzu viel. Wenn ich bei Auszug eine Vereinbarung treffe, zum Beispiel, der Mieter arbeitet nichts mehr nach, weil er sagt, ich habe aber keine Lust mehr, hier anzustreichen, sollte man das aufnehmen. Dass man eine Vereinbarung trifft, der Mieter übernimmt 100 Euro Reinigungskosten, dann sollte man das aufnehmen. Das sind im Zweifel keine allgemeinen Vertragsbedingungen. Die werden nicht so kritisch geprüft und das sind verbindliche Regelungen. Das kann man schon machen. Das heißt, da muss man auch aufpassen. Also insbesondere denke ich mir da aus Vermieterseite heraus, weil wenn ich dann so eine Vereinbarung da schließe, dann kann es sein, dass ich meine Ansprüche an der Stelle dann auch damit abgegolten habe. Wenn ich da eine Pauschale reinnehmen würde, ja. Also insofern gilt wieder das zum Übergabeprotokoll bei Auszug, was wir eben gesagt haben. Das ist schon eine sehr verbindliche Regelung. Jetzt kennen wir alle die Situation, so ein Umzug macht, egal ob mit Unternehmen oder ohne, in der Regel wenig Spaß und man stellt erstmal fest, was man alles hat. Mhm. Und am Ende des Tages liegt da noch was rum, da liegt noch was rum und überhaupt sieht so eine Wohnung irgendwie gar nicht mehr so schön aus, wie zu dem Zeitpunkt, wo man noch drin gewohnt hat. Mhm. Und man schämt sich schon fast, weil da sind die Bilder abgehangen, die Wände sind durchlöchert und so weiter und so fort. Wie muss denn eine Wohnung im Zustand sein, wenn ich sie an den Vermieter wieder übergebe? Da gibt es ja auch Begriffe, die kennen wir auch so bei Ferienwohnungen, zum Beispiel Besen rein. Mhm. Wie grob ist der Besen? Die Wohnung muss vertragsgemäß sein. Vertragsgemäß ist natürlich ein weites Feld. Ich muss zum einen die Mietsache zurückgeben, so wie ich sie bekommen habe, also ohne Schäden, die über eine normale Benutzung hinausgehen. Also die Macke in der Tür, die tiefen Kratzer in der Wand, das sind Schäden, die muss ich beseitigen. Die darf einen gewissen Abnutzungsgrad aufweisen. Wenn ich also 6 Jahre in der Wohnung wohne, sind Ränder um die Bilder normal, da sind auch Ränder um die Lichtschalter normal. Dann stellt sich hier die Frage, was ist im Vertrag geregelt? Habe ich eine wirksame Schönheitsreparaturenklausel drin? In den modernen Vordrucken sollte die wirksam sein, wenn der Vermieter nicht noch irgendwas reingeschrieben hat. Das ist häufig gefährlich. Dann muss die Wohnung bei Einzug renoviert gewesen sein. Thema Übergabeprotokoll bei Einzug. Wenn das da so drin vermerkt ist und man sich einig war, dann kann man das ja auch beweisen nachher. Dann muss der Mieter diese Gebrauchsspuren, die eigentlich ja normale Abnutzung sind, er muss sie beseitigen, weil er eben sich verpflichtet hat, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Unabhängig von der Schadensbeseitigung. Aber dann müsste er auch die Wände streichen oder streichen lassen. Er darf es selbst machen. Der Vermieter muss ihn aber vorher dazu auffordern. Also bei Schönheitsreparaturen muss der Vermieter noch mal eine Frist setzen. Bei Schäden muss er das nicht. Wenn also eine Macke in der Tür ist, muss ich nicht sagen, versuch mal selbst, diese Macke zu beseitigen. Dann kann ich gleich einen Kostenvoranschlag einholen oder die Reparatur durchführen lassen. Das ist auch ganz schnell so die Frage, was ist denn eigentlich eine sachgerechte Reparatur an der Stelle? Also ich sag mal jetzt, wenn die Wand angemalt werden muss, ich glaube, dann kriegen die meisten das einigermaßen sachgerecht hin. Ob das dann schön ist, eine andere Frage. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so eine Macke in der Tür ist und dergleichen, darf ich denn da einfach anfangen und sage, oh, jetzt schleife ich die Tür mal ab und lackiere die neu? Nein. Sie haben Schaden verursacht, Sie haben keinen Anspruch, das selbst vorzunehmen. Wenn Sie es natürlich gemacht haben bis zur Rückgabe und es sieht ordentlich aus, dann ist okay. Aber Sie dürfen es grundsätzlich nicht, denn Sie haben einen Schaden verursacht. Der Vermieter muss Ihnen auch gar nicht die Möglichkeit geben. Anders bei Schönheitsreparaturen, die müssen mittlerer Art und Güte sein. Das sind alles so juristische Begriffe. Zwei Juristen, drei Antworten. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Sie sagen, das sollte noch möglich sein. Also Sie glauben nicht, wie viele Wohnungen ich sehe, wo dann einer mit 5 Liter Farbe versucht, 4 Zimmer zu streichen. Die sind fleckig, sie sehen Streifen, sie sehen ungestrichene Stellen und sie sehen übermalte Fußleisten und Schalter. Das ist nicht ordnungsgemäß. Da muss ich dann auch nicht noch mal eine Nachfrist setzen. Wenn er das so zurückgibt, dann hole ich einen Kostenvoranschlag ein. Fußleisten darf ich auch nicht ein bisschen überstreichen. Fensterrahmen und Lichtschalter auch nicht ein bisschen übermalen. Es muss in gedeckten Farben gleichmäßig gestrichen sein. Ganz häufig sehen Sie dann, dass oben an der Decke 5 Zentimeter fehlen oder die Rolle dann auch oben die Decke immer wieder touchiert hat. Lustlos, die Decke wäre eigentlich noch gut gewesen, aber durch diese Zebrastreifen müssen Sie sie dann auch streichen. Also da ist schon eine enorme Quelle von zukünftigem Streit.
Und das heißt, da auch wieder dann wichtig, gerade bei diesen Schönheitsreparaturen, dass das Übergabeprotokoll bei Einzug auch vorliegt, damit man das überhaupt zueinander bewerten kann. Richtig. Sonst ist man da irgendwo auch im Trüben am Fischen, weil dann heißt es, naja, um die Schalter sah das vorher schon so schlimm aus. Sei denn, der Vermieter könnte jetzt eine Rechnung vorlegen, die werden ja in der Regel 10 Jahre aufgehoben, eine Rechnung vorlegen, aus der sich ergibt, dass die Wohnung komplett renoviert wurde. Mhm. Okay. Das Wort Besenrein? Wie können Besenrein wir das definieren? Heißt tatsächlich, Sie müssen den Boden von Schmutz so entfernen, wie man es halt, wenn man es durchkehren würde. Das ist nicht so ein Straßenbesen, aber so ein Hausbesen. Das muss weg sein. Erkennbare Spinnweben müssen auch weg sein. Aber es ist nicht so, dass alles gewienert, genau geputzt sein müsste oder, ich sag mal, Fenster jetzt hochwertig gereinigt sein müssten. Aber es muss schon so sein, dass also nichts mehr auf dem Boden rumliegt, auch Krümel weg sind, Spinnweben weg sind. Reinigung ist ein ganz häufiger Streitpunkt, der aber in der Praxis hinten raus kaum zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt. Der Vermieter ist mit der Reinigung nicht zufrieden, dann lässt das mit einer Fachfirma machen. Dann wird es nachher eingeklagt, dann streitet man sich über die Qualität der Reinigung. Ich sage da immer, nehmen Sie einen 27-jährigen Amtsrichter, Amtsrichterin oder einen 63-jährigen Amtsrichter, 63-jährige Amtsrichterin und gucken sich die gleiche Wohnung an. Mhm. Der eine schlägt die Hände beim Kopf zusammen und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Mhm. Also das ist so subjektiv, das ist ganz schwer zu greifen. Deswegen empfehle ich bei solchen Dingen Finger davon lassen, in den allermeisten Fällen, wenn nicht so ein richtiger Saustall hinterlassen wurde. Denn sie stecken mehr Geld und Zeit in die Geltendmachung dieser Ansprüche als das als Resultat nachher rauskommt. Muss man, glaube ich, auch immer in Relation sehen. Ja. Wenn man jetzt lange Mietperioden hat, dann muss man sich, glaube ich, auch als Vermieterin im Klaren sein, dass man dann eben auch mal was in eine Wohnung noch mal reinstecken muss. Ja, wenn man natürlich jetzt alle jedes Jahr Studenten wechselt, dann guckt man halt da ein bisschen genauer hin, weil jedes Mal die Kosten tragen ist dann relativ hoch. Ja, das ist richtig. Also da kann man sich auch überlegen, ob man eine Wohnung unrenoviert an den Mieter übergibt. Ist auch so ein bisschen Küchenpsychologie, wenn ich eine unrenovierte, möglicherweise nicht mal sogar eine ungereinigte Wohnung übernehme, dann habe ich nachher bei der Rückgabe wenig Energie und Lust, da zu renovieren und zu reinigen. Gut, unrenoviert müsste ich auch nicht renovieren, aber das ist so eine Gratwanderung. Gebe ich eine schlechte Wohnung ab, kriege ich meistens auch eine schlechte Wohnung zurück. Wenn die in einem guten Renovierungszustand ist, ich darf nur 3 Mieten als Kaution verlangen, dann habe ich natürlich schon ein Risiko. Wenn Sie heute eine Wohnung renovieren, ich sage mal eine 80, 100 Quadratmeter Wohnung, da sind 3.000, 4.000 Euro weg, die der Maler bekommt für den Anstrich. Mit der Kaution decken Sie vielleicht 1.500, 2.000 Euro ab, je nachdem, wie hoch die Miete ist. Viel mehr wird es nicht sein. Und da kann man schon ordentlich drauflegen. Da gibt es ja auch grundsätzlich, es gibt manche Vermieter, die sagen, Renovierung bei Einzug, weil sie sagen, warum soll der noch mal weiß streichen, wenn der Nächste wieder blau streicht, dann streicht er wieder weiß, dann streicht der Nächste wieder lila. Soll doch einfach jeder bei Einzug so machen, wie er oder sie das gerne haben möchte. Ist das möglich zu sagen, okay, unrenoviert übergeben, aber du musst sie bei Einzug renovieren? Nein, da würden Sie ihn ja, den Mieter ja verpflichten, da eine Renovierung durchzuführen. Bundesgerichtshof hat ganz klar gesagt, wenn ich in eine unrenovierte Wohnung einziehe, dann gibt es keine wirksame Verpflichtung des Mieters, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Das, wenn das drinsteht, bedeutet das, du kannst im Prinzip machen, was du willst. Ich kann auch als Vermieter dann, wenn er nach einem Jahr rausgeht, nicht sagen, naja, aber du hast dich ja verpflichtet, vor einem Jahr zu renovieren. Das müsste ja heute viel besser aussehen als damals. Also wenn ich zur Renovierung wirklich was regeln will, wenn mir das viel bedeutet, dann lasse ich die Wohnung renoviert an den Mieter übergeben, also übergebe die renoviert, gucke, dass ich eine vernünftige Klausel drin habe und dann muss er eben nach einem Jahr auch renovieren. Vielleicht eine spezielle Frage noch, weil sie in Mehrfamilienhäusern häufiger mal vorkommt, ist, dass so Pauschalen für Ein- und Auszüge gezahlt werden in den Gemeinschaftsbereichen. Das dann heißt, naja, es kommt immer mal wieder, der Aufzug kriegt eine Macke, dann wird im Treppenhaus irgendwas vermackt. Deswegen zahlen wir pauschal, also verlangen wir pauschal bei Einzug irgendwie 300 Euro dafür. Ist im Zweifel unwirksam. Ist sowas zulässig? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es bestimmt, aber es dürfte im Zweifel unwirksam sein. Jetzt haben wir gesagt, okay, Vermieter steht vielleicht bei der Übergabe dabei, bei der Entgegennahme der Wohnung, bei der Rückgabe entsprechend. Was ist, wenn die Person selber zum Beispiel eben sagt, ich will das gar nicht, ich schicke irgendjemand als Vertreterin vorbei, die das für mich macht? Gibt es da ein Problem? Nein, man kann einen Vertreter, Vertreterin schicken. Das ist
bei einer belasteten Situation vielleicht auch ganz vernünftig. Diese Person geht unbefangen rein, die sieht einfach viel mehr. Man muss sich allerdings auch an den Erklärungen festhalten lassen, die diese Person abgibt oder die Dinge, die diese Person übersieht, die habe ich als Vermieter übersehen. Das Risiko trage ich. Ich kann dann gegebenenfalls wieder diese Person in Regress nehmen, weil ein schwerwiegender Schaden übersehen wurde. Aber grundsätzlich ist Vertretung möglich, auch bei Einzug, bei der Begehung. Häufig machen Makler das, zeigen die Wohnung. Ab jetzt ein Fall, wo streitig ist, ob der Mieter gesagt hat, ich will gar nicht selbst rein, sondern hier sollen meine Mitarbeiter wohnen. Und der Mandant hat diesen Mieter erst kennengelernt nach Vertragsschluss. Da hat der Mieter gesagt, ich ziehe da nicht ein, das ist für meine Mitarbeiter. Und jetzt hat der Makler mir geschrieben, davon war vorher keine Rede. Also da ist der Makler dann auch gegebenenfalls Zeuge für mich. Also mitunter gar nicht so schlecht. Aber ich muss mich an dem festhalten lassen. Wenn der dann doch Kenntnis gehabt hätte von bestimmten Dingen, dann muss ich mir die zurechnen lassen als Vermieter. Also wir merken, es gilt wie immer, Vertrag kommt von Vertragen. Je mehr ich bei Einzug dokumentiere, je mehr ich bei Auszug dokumentiere, umso klarer ist die Situation. Und wenn die Situation klar ist, dann ist der Streit geringer. Ganz, ganz richtig. Also insbesondere Dinge, die man im Gespräch als, naja, das ist doch klar, bezeichnet, empfehle ich jedem, die Dinge, die klar sind, die nehmen wir auf. Denn die sind jetzt klar, dann ist das kein Problem, die aufzunehmen. Denn gerade diese Dinge sind häufig nachher alles andere als klar und dann ist nichts geschrieben und dann haben sie ein Problem. Und dann auch nochmal, wenn wir jetzt längere Mietverträge schon haben, gerade Sie haben es ja auch angesprochen, diese Klauseln mit Schönheitsreparaturen und so, da gab es ja sehr viele, die üblich, aber unzulässig waren. Ja. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich dann auch eine nicht ganz unproblematische Situation, wenn man dann aus so einem Vertrag mit solchen Lücken dann ja, eine Entgegennahme macht. Ganz richtig, die sicherste Klausel aller Zeiten ist der eine Satz, der Mieter trägt die Schönheitsreparaturen. Mittlerweile finden Sie eine Dreiviertelseite oder eine DIN A4-Seite zu dem Thema, weil man alle Eventualitäten mitregeln will. Das ist manchmal auch vernünftig, da kann der Mieter reinschauen und sagt, naja, da steht's ja. Aber ganz häufig wird dann nur Rechtsprechung oder Gesetz wiedergegeben, wenn der Mieter die Schönheitsreparaturen tragen muss, nach dem Vertrag und die Wohnung bei Einzug renoviert war, dann muss sie bei Auszug in einem vernünftigen Renovierungszustand zurückgegeben werden. In diesem Sinne hoffen wir, dass das Vertragen an vielen Stellen gilt. An den anderen Stellen kümmern Sie sich auch mit drum. Genau. Ganz herzlichen Dank und ja, weiterhin viel Erfolg bei der Schlichtung manchmal auch. Ich glaube, da ist man manchmal auch Psychologe als Anwalt. Ne? Ja, sollte man sein. Vielen Dank. Ihnen und euch zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Gerne die Sendung an Menschen weiterleiten, die vielleicht gerade irgendwo einziehen wollen oder irgendwo ausziehen müssen, wollen, sollen, die vielleicht auch Streit haben. Da gibt es dann einige Informationen auch, die vielleicht helfen, dass das ein bisschen besser abgeht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.